Moini Moinchen, ihr schroffen Jungs und Mädels, und herzlich willkommen auf dem Klo mit Maui Mallard in Cold Shadow. Was für ein Titel, ey. Ja, würde ich selbst im Leben nie drauf kommen, sondern ist ein Zuschauerwunsch von der List of Weidi Klo von dem lieben The Marve 25. Also vielen Dank an diesen Wunsch und ich bin mal gespannt, was ich hier für eine Erfahrung sammle, denn Maui Mallard habe ich irgendwie nur einmal gezockt und zwar auf dem Super Nintendo. Habe ich es versucht mal nachzuholen, dank Emulator und so. Ich habe es nie in Original besessen. Da gab es ja dieses Spiel Donald Duck oder Donald in Maui Mallard oder sowas. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hier die Gameboy-Ablage davon ist oder ob das ein eigenständiger Teil ist. Was ich weiß, ist, dass es ein nordamerikanisches exklusives Modul ist. Also in unseren Breitengraden und in Japan ist es nicht erschienen. Und wie sich das so gameplay-technisch schlägt, das gucken wir jetzt mal, indem wir den Männlichkeitsmuffin auf knappe 5 Minuten stellen und einfach mal reinlinsen in das Spiel. Shaboom Shaboom, ein kraftvolles Mojo-Idol, hat diese Insel schon für Generationen beschützt. Aber heute fehlt dieses Idol. Die letzte Sichtung wurde berichtet in Mojo's Mansion. Also begeben wir uns wahrscheinlich auf die Suche in Mojo's Mansion. Und ja, ich habe das gerade schon so gedacht bei dem Wörtchen Mansion, weil wir starten auch in dem Super Nintendo Mega Drive und ich glaube auf dem PC ist es auch erschienen, Ableger, auch in einer Mansion. Und das sieht mir doch wirklich ziemlich so aus. Jo, erstmal zum Charakter an sich. Maui Mallard war, wenn mich da nicht alles täuscht, wenn ich da nicht falsch gewickelt bin, aber ich kenne mich da auch nicht so aus bei den Comics und Co., ne? Aber Maui Mallard ist so eine alternative Persönlichkeit von Donald Duck. Und er ist hier quasi in tropischen Gefilden irgendwo unterwegs. Ja, und man sieht auch, er hat so eine Art Hawaii-Hemd an. Im Super Nintendo-Ableger kann man das deutlich besser sehen. Deswegen, da erinnere ich mich gerade dran. Ich habe jetzt auch hier so eine Waffe, das sieht hier aus wie eine Pistole. Aber, ey, mal ganz ehrlich, war das im Super Nintendo-Ableger nicht ein Spuckrohr oder sowas? So ein Puh, ne? So ein Blasrohr? Na, ja, ich weiß es nicht. Nicht, dass ich jetzt gerade was Falsches erzähle, aber ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich spüre auf jeden Fall eine Sache, die ich im Super Nintendo-Ableger schon mega störend fand und weswegen ich das nicht lange durchgehalten habe. Die Sprungkontrolle ist mega scheiße. Richtig scheiße. Und ich weiß, ne, früher war das ja so, da wollte man ein Spiel, ein Franchise oder was auch immer mögen. Ja, diese Krabbelfiecher hier, die kann man auch wegschießen, damit die einen nicht damagen. So, geht das hier auch? Nein. Ich bin herabgefallen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja, und der Soundtrack ist auch derselbe wie auf dem Super Nintendo, höre ich gerade. Ich hoffe, ihr hört den auch ein bisschen. Ich probiere heute mal was Neues mit der Tonaufnahme. Ich habe irgendwie keine Spuckdinger mehr. Ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Ach so, ich habe das gar nicht zu Ende erzählt, ne? Also, alternative Persönlichkeit von Donald Duck. Er ist in Zivil hier gerade unterwegs, in seinem Hawaii-Hemd. Aber wenn die dunklen Schatten eintreten und er gebraucht wird, dann hat er so eine Art Samurai-Ninja-Outfit irgendwie an. Man sieht das auch auf der Spielepackung, die auf meinem Thumbnail zu sehen ist. Alter, einfach schnell durchrennen anscheinend. Ja, und ich finde auch hier Hintergründe, wo darf man hintreten und nicht. Das ist hier im Gameboy-Ableger nicht ganz so geil. Und das erinnert mich an allen Ecken und Enden an König der Löwen, also Lion King. Ne? Hat man sich auch früher als Kind irgendwie schön gespielt. Wenn man es aber heutzutage nochmal sieht, so mit den aktuellen, ja, oder mit den ganzen Erfahrungen aus dem Jump'n'Run-Bereich, da kann das ganze Zeug leider nicht mithalten. Ne? Die Steuerung ist mega schwammig und ja, Disney Interactive. Oh nein, ich bin schon wieder genau in das Loch reingesprungen. Die Sprungsteuerung ist wirklich unter aller Kajüte, ey. Da muss man sich reingrooven, das geht bestimmt auch, aber schon wieder in ein Loch. Continue, ja klar, nehmen wir. Die Zeit läuft ja anscheinend noch. Wieder in Mojo Mansion, wir starten wahrscheinlich wieder ganz am Anfang. Mal gucken, ob ich einen anderen Weg finde. Ja gut, also ich muss durch diese Tür hier gehen. Hier vorne, irgendwo ging es doch noch lang, oder nicht? Ah ne, hier haben wir so einen Bereich, wo man so ein bisschen mit Jump Action agieren kann. Vielleicht können wir ja da oben noch was erreichen. Ich versuche mir hier mal ein bisschen das Leben, weiß ich nicht, leichter zu machen. Ich weiß nicht, ob ich mir wirklich das leichter mache. Ja,
das, ich habe es gerade schon angesprochen, bei König der Löwen war es genauso, ne? Da hat man sich auch so richtig das, guck mal hier, man glitscht doch hier irgendwie durch. Komm, Donald. Ermögliche uns jetzt hier den Speedrun von dem Spiel. Irgendwas ist doch hier. Oh. Ja, also das sind so Barrikaden, wo wir nicht durchkommen. Also man muss, glaube ich, den Weg hier durch den Keller nehmen. Hm. Meine Güte. Aber die Steuerung verhagelt sehr vieles. Es ist optisch gar nicht so übel. Es hält natürlich längst nicht mit einem DuckTales oder sowas in der Richtung mit. Aber die Steuerung ist wirklich richtig unterste Kajüte. Ich habe das Spiel bei eBay, da wollte ich natürlich nochmal eben drauf zu sprechen kommen. Ich habe ja schon gesagt, dass es relativ rar ist. Boah, diese scheiß Geschosse hier. Schnell weg. Ich habe ein paar Auktionen gefunden. So den, da muss man aber auch schon so auf die letzten, auf die Historie der letzten Monate und Co. gucken. Oh, ich bin platt gedrückt worden. Was für eine Scheiße. Ja, und das ging dann immer so für 40 bis 50 Euro irgendwie weg. Und auch nur in Kanada. Also da hätte man als deutscher Bieter auch noch ohne Ende Zoll und Versand zahlen müssen. Also erstmal Versand und mit ein bisschen Pech landet es beim Zoll. Und ne, muss man dann da teuer irgendwie sich noch freikaufen, das Modul, in dem da wieder Umsatzsteuer und alles drauf kommt. Ja, meine Güte, ey, aber ich komme hier echt nicht weit, weil die Steuerung richtig Konzentration erfordert und das ist natürlich nicht möglich, wenn man hier so drüber erzählt. Also es ist kein normales Jump'n'Run, was wirklich so flach von vorne nach hinten läuft, sondern es hat eher so Metroidvania-Anleihen. Ne? Es geht in den Keller, dann müssen wir da und dann müssen wir weiter hoch in der Mansion. Also es geht in alle Richtungen hoch und runter und seitwärts. Genauso bei König der Löwen eigentlich. Und das ist ein ganz guter Vergleich, weil König der Löwen bekommt ihr hier für 5 Euro, für 6, 7 Euro. Und das Ding, wie gesagt, super selten. Aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich gut, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ja, wenn man das als letztes Ding für seine Sammlung irgendwie noch braucht, dann halte mal die Augen offen, man sieht es nicht oft auf dem Markt. Aber ich glaube, da lieber mal zur Super Nintendo-Variante greifen, denn das hier steuert sich noch wesentlich, wesentlich schlimmer als die. Und Mega Drive soll ich vielleicht mal ausprobieren, das ist ja auch erschienen, vielleicht ist dort die Steuerung nochmal besser, weil gerade die Disney Interactive-Spiele haben eigentlich den Ruf auf den Sega-Ablegern mit am besten zu performen. Aber wer bin ich schon, um das zu beurteilen? Das könnt ihr selbst beurteilen. Ich bin ja nur hier, um euch das mal eben kurz vorzustellen auf dem Klo. Und das war mal wieder eine schöne Ausgabe, ein schöner Wunsch. Aber puh, ich brauche es jetzt erstmal nicht in meiner Sammlung. Für einen Titel von 96, finde ich, geht das irgendwie gar nicht klar. Ja, Marvel 25, da kannst du direkt den nächsten Wunsch hinterher donnern hier in die Kommentare und ihr natürlich auch, wenn ihr einen Wunsch habt, was ich hier mal anzocken soll, immer in die Kommentare damit. Ich verabschiede mich für heute, macht den Abzug, ne, das war schon wieder eine viel zu lange Sitzung, möchte ich mal sagen. Wir sehen uns das nächste Mal, bis dahin immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und ich habe das schon wieder verhaspelt, ne? Egal, macht's gut, bis dahin, tschüss.